Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat. Und ja, gestern ist der Patch 1.5 live gegangen auf dem EU-Server. Und was kam mit dem Patch 1.5? Vor allen Dingen neuer Zweig, die schwedischen Mediums, der 8er, der 9er und der 10er. Ich habe gestern angefangen, zusammen mit Mailand dem 8er zu grinden. Ich bin da jetzt schon bei 92.000 Erfahrungen. Also ich werde jetzt die nächsten ein, zwei Tage, denke ich, durch sein mit dem Grind. 150.000 Erfahrungen braucht man für den UDES 16, den 9er. Also da bin ich eigentlich auf einem ganz guten Weg, den jetzt zügig, gerade mit den ganzen Boostern. Und dann kann man sich jetzt ja mit dem Patch 1.5 auch noch selber entscheiden, welchen Tagessieg man dann mit dem mal 2, mal 3 jeweils auslösen will. Wir können uns das einmal ganz kurz anschauen. Hier oben, das ist jetzt hier neu und ihr habt jetzt hier mal 3 kontrollierbarer Bonus auf Erfahrung. 5-mal am Tag könnt ihr das Ganze auswählen. Bedeutet, wenn ihr eine geile Runde hattet, dann könnt ihr nach der Runde automatisch draufklicken und dann sagen, ich möchte dieses Gefecht statt mal 2, mal 3 haben. Das ist mega geil. Wie gesagt, das sorgt dann dafür, dass ihr selber die guten Runden verbessern könnt. Zusätzlich seht ihr das jetzt hier, Premium-Konto, Standard-Konto, WOT-Premium, da seht ihr dann, könnt ihr die eure Tagesbilanz anschauen, wie viel Credits ihr verdient habt, wie viel Erfahrung ihr verdient habt, das zählt dann los, bis jetzt heute habe ich noch nicht gezockt. Dann diese eiserne Reserve, 700.000 pro Woche werden hier maximal gesammelt. Ich bin jetzt nach dem ersten Tag schon bei 220.000, mal schauen, ob ich da regelmäßig drüber komme oder nicht, aber ich denke so, für den durchschnittlichen Spieler ist es doch jetzt nicht so, da muss man schon wirklich viel spielen, glaube ich, um die 700.000 dann in der Woche voll zu machen. Aber ich finde es gar nicht schlecht, weil, wie gesagt, euch wird das Ganze nicht abgezogen, sondern das ist Credits, die ihr on top bekommt und dann als Einmalzahlung in der Woche ausgezahlt. Muss ich sagen, ist eigentlich eine coole Geschichte. Dann habt ihr Premium-Aufträge, das schauen wir uns dann später nochmal an. Und hier unten die ausgeschlossenen Karten. Also wenn ihr eine Karte ausschließen wollt, könnt ihr hier draufklicken. Ich habe jetzt erstmal Ensk und Himmelsdorf genommen, weil ich bei dem Grind der Schweden natürlich auf Gunnipression setze. Und Ensk und Himmelsdorf sind für mich jetzt nicht so die Karten, wo ich irgendwo an der Hügelkuppe meine Gunnipression ausnutzen kann. Wenn ihr euch dazu entscheidet, eine von diesen Karten oder diese Karten zu bannen, dann sind die für 4 Stunden immer gebannt. Das muss euch klar sein. Also wenn ihr zwischen Heavies und Lights oder so oder wenn ihr Artifahrer seid und dann immer hin und her wechselt, die Karten, die ihr bannt, sind für 4 Stunden gebannt und dann könnt ihr erst wieder neue Karten euch aussuchen. Nur mal ganz kurz, kleiner Exkurs an der Stelle. Ansonsten schauen wir uns mal ganz kurz den Panzer an. Der Gute hat einen Alpha-Schaden von 360 mit der Top-Kanone, hat einen Durchschlag von 217 auf der Premium-APCR, also hat 2 verschiedene APCR-Sorten. Auf der Premium-APCR hat er 253 Durchschlag. Gun Depression ist jetzt hier angegeben mit, schauen wir mal ganz kurz, 12 Grad Gun Depression. Ich gehe mal davon aus, dass das aber dann auch nur im Siege-Mode wirklich die 12 Grad Gun Depression sind. Ja, ansonsten 0,34 Genauigkeit habe ich jetzt hier drauf, weil ich mit Rationen fahre und einen vertikalen Stabilisator und weil meine Crew hier schon Waffenbrüder hat etc. Standard ist hier 0,38, ist jetzt nicht wirklich cool, also gerade auf längere Entfernung macht es das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Die DPM von 2339 ist jetzt auch nicht besonders hervorragend, also dafür habt ihr halt diesen brutalen Alpha-Schaden mit 330. Die Durchschlagskraft, wie gesagt, mit 217 ist auch mehr als in Ordnung. 1400 Strukturpunkte ist, denke ich, auch solides Mittelmaß. 1,89 Sekunden Zielerfassung ist auch okay. Ich habe jetzt hier nochmal, weil ich so viele Direktiven habe, ein ordentliches Munitionslager dazu gepackt. Das gibt mir die Möglichkeit, nochmal 2,5% schneller zu laden. Aus den Ranked Battles und aus den ganzen anderen Geschichten, die es so in der Vergangenheit gab, auch aus den Marathons, da sind so viele Direktiven abgefallen und deswegen habe ich gedacht, nutze ich die einfach für den Grind. Kleinen Fehler habe ich gemacht bei der Crew. Reparatur würde ich schon sagen, macht Sinn. Als zweites würde ich aber auf jeden Fall jetzt mit dem Wissen von gestern hier als zweites erstmal Tarnung skillen. Warum? Weil man diesen Panzer, der hat von Haus aus einen sehr guten Tarnwert und den kann man
ganz brutal boosten. Ich habe das nicht gemacht. Mailand hatte schon eine Tarncrew drauf und den Unterschied hat man schon wirklich gemerkt. Also ich würde euch hier raten, als zweites dann erstmal Tarnung zu skillen, dann Waffenbrüder, also zurückzusetzen, dann Waffenbrüder, dann wieder Tarnung. Habe ich jetzt hier ein bisschen falsch gemacht, aber gut, muss ich jetzt mit leben. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ambition, da jetzt noch Gold zu investieren und das wieder zurückzuschulen oder so. Ich werde jetzt erstmal damit weiterfahren. Stehe ja schon kurz vor Beendigung des dritten Perks und dann fange ich mit Tarnung für alle Crewmember an. Also das macht auf jeden Fall Sinn, wenn ihr euch jetzt überlegt, was soll ich hier skillen, macht als zweites auf jeden Fall Tarnung. Als erstes würde ich trotzdem Reparatur machen und die Lampe und als zweites dann auf jeden Fall Tarnung, weil der Tarnwert von dem Panzer sehr gut ist. Ansonsten Sichtweite habe ich jetzt hier 469 Meter drauf, das ist so mein Setup, 24 mal Standard APCR, 13 mal Premium APCR, 3 HE. Ich fahre den Panzer mit Rationen. Einfach um noch mehr Erfahrung schneller generieren zu können, dadurch, dass ich bessere Gefechtsergebnisse habe und weil die Kanone dadurch auch ein Stück weit besser performt. Ist aber ein Risiko, sage ich ganz ehrlich, weil wenn ihr hier vorne in die Unterwanne getroffen werdet, da sitzen auch die Fuel Tanks und ihr werdet sehr, sehr gerne gerade von großkalibrigen Waffen angezündet. Also das ist ein bewusstes Risiko, was ich in Kauf nehme. Wenn ihr zu häufig feststellt, dass ihr brennt, dann würde ich auf den automatischen Feuerlöscher auf jeden Fall setzen. Mir ist es bis jetzt Gott sei Dank nur einmal passiert, weil ich vorher immer meine Fuel Tanks reparieren konnte. Aber das ist eine Sache, auf die möchte ich auf jeden Fall an der Stelle hinweisen. Der Panzer hat vorne den Motor und die Fuel Tanks und hat sehr, sehr gerne dann auch die Angewohnheit, Feuer zu fangen. Und von daher überlegt es euch dreimal, müsst gucken, ob das zu eurem Spielstil passt. Und wenn ihr zu häufig brennt, dann den automatischen Feuerlöscher statt den Rationen. Ja, ich würde sagen, wir starten mal ins Spiel. Panzerungsprofil kann ich euch leider noch nicht zeigen, weil Tanks GG leider das Panzerungsprofil von diesem UDES 14 noch nicht aktualisiert hat, beziehungsweise da ist noch keins vorhanden. Auf der anderen Seite kann ich euch sagen, hier bei dem 8er verhält sich das so ein bisschen wie mit dem 8er UDES TD. Selbst wenn ihr die Gun Depression voll einsetzt, bounced ihr eigentlich nichts. Also der Panzer ist wirklich Pappe, auch der Turm ist Pappe. Wenn ihr einen ganz krassen Autobounce-Winkel habt, dann vielleicht mal, aber ansonsten, dadurch, dass die Panzerung auch relativ dünn ist, overmatcht euch auch jede 120mm Kanone. Also auf Panzerung braucht ihr bei dem 8er noch nicht setzen, das wird dann später beim 9er und 10er, wenn ich euch die vorstelle, anders, aber bei dem 8er ist es so ein bisschen wie mit dem 8er UDES TD. Keine Panzerung vorhanden, sollte man auch nicht drauf setzen. Ja, für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, beim UDES 14.5 ist es so, oder bei den schwedischen Mediums jetzt ab der Tierstufe 8, die haben auch einen Siege-Modus, der wird aber nicht wie bei den schwedischen TDs über die Taste X aktiviert, sondern sobald ihr eine Geschwindigkeit, ich glaube es sind 20 km/h, sobald ihr, nee, 15 oder 10 km/h, ich weiß es jetzt gar nicht genau, sobald ihr auf jeden Fall eine gewisse Geschwindigkeit unterschreitet, aktiviert der Panzer automatisch den Siege-Modus. Weiß ich nicht, also ist jetzt nicht uncool, ist aber auch jetzt natürlich so, dass man dass einem die Entscheidung selber so ein bisschen abgenommen wird, gehe ich jetzt in den Siege-Modus oder nicht. Keine Panik, es behindert euch nicht beim Wegfahren. Wir sind jetzt hier gespawnt auf Prokhorovka auf der Nordseite und ich fahre jetzt hier mit meinem Panzer zum Hügel. Ich bin mit Mailand im Platoon, habe ich ja gesagt, ich habe gestern mit Mailand zusammen den Grind begonnen. Mailand hat sich gesagt, ich fahre in die Mitte und versuche da mit meiner Gun Depression zu arbeiten und wenn ich dann auf den Hügel fahre, dann können wir uns auch gegenseitig Kreuzfeuer geben. Da ist schon der links 6x6 gespottet worden. Der Turm ist voll drehbar und wie gesagt, ihr habt halt einen entscheidenden Nachteil. Wenn ihr jetzt über so eine Hügelkuppe rüber pieken wollt, dann solltet ihr das vor allem erstmal gerade tun, weil der Siege-Modus natürlich nur nach vorne funktioniert und ihr müsst dann, wenn ihr über so eine Hügelkuppe rüberfahrt, ganz kurzen Moment warten, bis der Panzer dann in den Siege-Modus geht. Wir gucken uns das jetzt hier mal an. Da, so. Hat jetzt hier in dem Moment nicht so lange gedauert, aber das war jetzt auch nicht so schlimm, weil der Mutz eh nicht darauf vorbereitet war, dass wir da jetzt rüberpieken. Aber wenn ihr zum Beispiel gespottet seid und die Gegner wissen, dass ihr da gleich versucht rüberzufahren, dann ist das ein bisschen ärgerlich, weil ihr dann dieses Quäntchen von einer Sekunde darauf warten müsst, dass der Panzer in den Siege-Modus geht. Und in dem Moment seid ihr sehr angreifbar und kriegt dann den Schuss. Und dann ist das ganze, das ganze Überraschungsmoment dahin. Wie gesagt, vor den großkalibrigen Kanonen solltet ihr euch ohnehin in Acht nehmen.
so ein 50 TP zum Beispiel, der overmatcht euch sehr gerne. Aber von der Camo und der Sichtweite her eignet sich der Panzer auch auf jeden Fall hervorragend, um so eine Position hier zu spielen, weil ihr hier sehr, sehr gut dann auch ja, spotten könnt. Und ihr seht schon, wir holen uns jetzt hier den Unterstützungsschaden, konnten selber nochmal den 50 TP hier penetrieren. Jetzt ist da vorne der Udas hochgefahren. Und ihr seht es, also keiner hat eigentlich wirklich Probleme, selbst 6er Panzer haben keine Probleme, hier den Udas zu durchschlagen. Auf die Panzerung bei dem 8er, wie gesagt, auf gar keinen Fall verlassen. Es wird anders mit dem 9er und dem 10er. Die haben dann auch, gerade wenn sie dann den Siege-Modus nutzen, eine wirklich verlässliche Turmpanzerung. Dieser Panzer hier, wir haben gestern so ein bisschen, Mailand und ich, zusammen überlegt, wo kann man den jetzt so einordnen? Ist es jetzt eher ein Panzer, der versucht zu snipen, also der aus der Entfernung kommt? Dafür ist die Kanone eigentlich schon von dem Basisgenauigkeitswert mit 0,38 nicht ausreichend. Jemand, der jetzt sich irgendwo hinstellt, so wie ein Kranwagen etc., ist es aber auch nicht. Also der quasi aggressiv die Hügelkuppe anpiekt, weil ihr halt nicht die Panzerung habt und alles sofort durchgeht. Ihr werdet sogar zum Teil auch dann mit HE durchschlagen. Das sehen wir jetzt hier gerade. Der Lynx hat uns jetzt hier in der Seite mit HE durchschlagen und hat uns 316 Schaden gegeben. Ja, es ist aber auch aufgrund der eher niedrigen DPM kein Panzer. Ihr habt zwar einen massiven Alpha-Schaden, klar, 360, das ist eine Ansage, das tut auch richtig weh. Aber ihr habt das Problem, ihr ladet dann auch erstmal 10 Sekunden nach. Also ich komme jetzt hier mit Ration und diesem Ansetzer auf ungefähr 9,4 Sekunden. Ja, mit Ration und dieser Ansetzer-Direktive plus einem Ansetzer komme ich auf 9,4 Sekunden Reload. In der Zeit pumpt euch halt so ein Progetto das ganze Magazin rein. In der Zeit gibt euch selbst ein Panther 8.8, der eine sehr, sehr gute DPM hat, gibt euch 2-3 Schüsse in der Zeit mit. Also von daher solltet ihr sehr wohl überlegt handeln. Und ihr könnt jetzt auch nicht einfach alleine irgendwo reinkrachen und aufgrund eurer eures Schadens pro Minute die Gegner irgendwie auseinandernehmen. Zum Dauertracken ist der Tank auch nicht geeignet. Jetzt haben wir gerade mal so ein bisschen das hässliche Gesicht der Genauigkeit gesehen, voll eingezielt, fliegt in den Boden. Das passiert sehr, sehr häufig mit dem UDES. Also darüber will ich auch nicht hinwegtäuschen. Jetzt ist da der WZ in mich reingekracht und ist dabei verunfallt. Pech gehabt. Naja, also wie gesagt, es passiert sehr, sehr häufig, dass die Schüsse sonst wohin fliegen. Zum Snipen ist der Panzer wirklich nicht gut geeignet. Der ist auch schon wieder tief in den Boden geflogen. Was er gut kann, ist wie gesagt dieses Spotten, das Einsetzen seiner Camo. Er kann da auch schon aufgrund der Camo relativ dicht an die Gegner ranfahren. Aber ihr seht es hier, der Lynx hat uns schon wieder mit HE penetriert. Also Panzerung ist nicht vorhanden. Man muss der Skillcap, würde ich sagen, ist bei diesem Tank schon sehr, sehr hoch. Und ihr müsst euren Platz irgendwo finden, zwischen ganz vorne aggressiv zu pieken und zu weit hinten zu stehen, wo euch dann eure Genauigkeiten Strich durch die Rechnung macht. Also ich denke, dass der Panzer in guten Händen sehr, sehr gutes Potenzial hat, aber dass er für Leute, die jetzt eher weniger Übersicht haben oder noch Probleme, Situationen richtig einzuschätzen, ich glaube, dass da der UDES 14 ja, einiges an Problemen mit sich bringt. Von daher würde ich jetzt sagen, ist der Tank einsteigerfreundlich. Der 8er auf gar keinen Fall. Zum 9er und 10er kann ich halt, wie gesagt, noch nichts sagen. Aber hier der 8er UDES würde ich sagen, eher was für geübte Hände, weil ihr halt irgendwie so diesen Mittelweg finden müsst zwischen zweite Reihe snipen und irgendwo ganz vorne dabei sein. Also irgendwo dazwischen müsst ihr euch aufhalten, immer mal wieder clevere Peaks machen etc. Und dadurch, dass ihr halt keine Panzerung habt und so eine lange Reload-Zeit, da muss man dann schon auch Herr der Lage sein und genau wissen, was man tut. Ich würde sagen, wir schauen uns das nächste Replay an. Ja, wir sind wieder in einem reinen Achter unterwegs. Ich muss sagen, das Matchmaking gestern war auch ziemlich gut. Also wir hatten kaum 10er-Gefechte, hin und wieder mal so ein 9er-Gefecht. Wir waren kaum auch Top-Tier, das muss man auch dazu sagen. Also wir haben auch so gut wie nie 6er oder 7er gesehen, sondern es waren sehr viele einstufige Gefechte, aber ich muss sagen, ich kann damit hervorragend leben. Ich denke, Mailand auch. Und jetzt sind wir auf Studianski unterwegs.
Hier ist halt auch wieder so ein bisschen die Krux. Was tut ihr? Hinten wie ein TD rumstehen, wie ein normaler Udes, macht wenig Sinn, weil dann verschenkt ihr irgendwie eure Mobilität, dann verschenkt ihr auch in gewisser Weise euren voll drehbaren Turm. Bedeutet, dass ihr natürlich irgendwie jetzt wieder ranfahren müsst an den Gegner. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir fahren, versuchen es erstmal irgendwie in die Senke hinten. Und dann muss man schauen, wie gesagt, man darf das nicht zu überaggressiv spielen, aber man darf mit dem Panzer auch nicht zu weit hinten stehen, weil dann habt ihr das große Problem, dass ihr, wie gesagt, oder dass euch die Kanone halt im Stich lässt, weil 0,38 Basisgenauigkeit sind halt nicht wirklich stark. Also muss man die Kanone irgendwie ein bisschen dichter rantragen an den Gegner und dann schauen, was man denn für Möglichkeiten hat. So, bis jetzt nur der EBR hier gespottet. Mailand ist schon runtergefahren, HWK ist auch dabei, IS-6 kommt auch hinterher. Also das Gegnerteam überlässt uns hier quasi umsonst das Bachbett. Das ist meistens auf Studiansky ganz, ganz fataler Fehler, weil man aus diesem Bachbett erstens da hinten die Heavys beschießen kann und zweitens für die TDs im Hintergrund sehr, sehr viel spotten kann. Also das Bachbett ist schon auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schlüssel zum Sieg auf Studiansky. Das war jetzt auch wieder so ein Schuss, ist in den Boden reingeflogen, obwohl wir eigentlich ein gutes Schussfeld hatten auf den Oho. Das wird euch relativ häufig passieren in dem Udes. Und die drei Runden, die ich euch jetzt so mitgebracht habe, das waren schon so meine besten Runden tatsächlich in dem Panzer. Da gab es auch die eine oder andere Runde, wo ich dann tatsächlich abgefackelt bin oder wo dann halt auch einfach gegen 9er und 10er ihr das Problem habt, dass der Durchschlag dann ein bisschen schwach wird und vor allem die Gegner halt einfach auch keine Probleme haben, euch zu penetrieren. Also man muss mit diesem Panzer schon wahnsinnig vorsichtig spielen. Hier vorne der Sumoa, der ist an uns gebounced. Keine Ahnung, wie der Sumoa das geschafft hat, hier an uns zu bouncen. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier nochmal schönen Unterstützungsschaden an dem WZ-120 bekommen. Und ja, der Schlüssel so ein bisschen zum Erfolg mit dem Udes ist halt dieses, der Gegner hat geschossen, ihr kommt um die Ecke oder ihr kommt über die Hügelkuppe rüber, macht eure 360 Alpha-Schaden und verschwindet wieder. Das, denke ich, ist die adäquateste Spielweise mit diesem Panzer. Also wirklich immer irgendwo mit dabei sein, schauen, was passiert. Da jetzt zum Beispiel. Jetzt haben wir uns. Weil hier der Rheinmetall hinter uns so blöd rumsteht, konnten wir jetzt nicht rechtzeitig in Deckung fahren, hat die Su uns nochmal einen mitgeben können. Das war jetzt kein gutes Beispiel für so einen Peak, aber ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Also, wenn die Gegner um euch herum geschossen haben, dann einfach aus der Deckung rausfahren, kurz schießen und wieder in Deckung fahren. So in etwa, wenn die Gegner gerade abgelenkt sind, umso besser. Und dann auch so ein bisschen mit eurem Tarnwert arbeiten, gucken. Da ist der nächste. Das ist so, würde ich sagen, so auf nicht so große Kampfentfernung, so 200, 300 Meter. Und dann immer wieder rausfahren, eure 360 an den Mann bringen, in Ruhe, in Sicherheit nachladen. Auch so Panzer, die gerade unaufmerksam sind, wie hier der Sumoa, dem nochmal einen mitgeben. Und dann sich selbst auch die Zeit irgendwie erkaufen, durch seine Positionierung dann auch diese 10 Sekunden nachladen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Mal dann checken, ob man da ein Schussfeld hat. Wieder die Sichtweite, den Tarnwert ein bisschen mit einbringen, gucken, ob man hier irgendwo Spots liefern kann. Sieht gut für unser Team aus, einfach wie gesagt, weil wir die Bachbettkontrolle haben. Der Rheinmetall nimmt jetzt hier, glaube ich, den Sumoa raus, da sieht es aus. 5 zu 3. Auch den, also... Was ich halt auch krass finde bei dem Udes, so vermeintlich super sichere Schüsse, die sind gestern sonst wohin geflogen. Und solche Schüsse wie die jetzt hier auf zum Beispiel die Su-101, das war schon mindestens oder maximal 50-50-Geschichte, der trifft dann natürlich. Also so ein bisschen wie beim Objekt 430U, die sicheren Schüsse trifft der Panzer nicht, aber so diese Magical, Mystical aus voller Fahrt etc.,
die treffen dann. Jetzt kommt hier gleich wieder ein schönes Beispiel mit dem ISM zu meinem Spielverständnis von dem Panzer. Erstmal haben wir jetzt hier den Jodeljochen rausgenommen. Und jetzt wissen wir, okay, der ISM hat gerade geschossen, ich bin gleich wieder nachgeladen. Heißt, ich kann jetzt hier rauspieken und kann meinen Schuss kurz machen. Zack, und ich fahre wieder in Deckung. Lade erstmal wieder in Ruhe nach, sammle noch ein bisschen Unterstützungsschaden. Warte, bis ich wieder nachgeladen bin. Der ISM guckt nicht in meine Richtung. Ich kann den ISM rausnehmen. Ich habe gesehen, wie er den Turm dem T-44 nachgedreht hat. Also das, ich denke, auch die Kampfentfernung jetzt hier ist die richtige. Und das sind so die Situationen, in die ihr dann euren UDES bringen wollt. Nicht zu weit weg, nicht zu nah dran. Und dann, wie gesagt, dieses Schauen. Die Gegner schauen gerade nicht auf euch. Schuss rausdonken. Jetzt hier vielleicht den Kill noch mitnehmen. So. Also ich glaube, dass das so die Spielweise ist, die man mit dem UDES favorisieren sollte. Halt überschaubares Pieken. Immer gucken, was machen eure Gegner gerade. Und dann habt ihr, denke ich, beste Voraussetzungen, um mit dem Panzer erfolgreich zu fahren. Ich glaube, den 9er und den 10er, wie gesagt, den kann man dann ein bisschen anders fahren. Auch deutlich aggressiver. Ich bin gestern auch mit Mailand zusammen schon gegen den 9er und den 10er angetreten und die Turmpanzerung, die hat es wirklich in sich und da muss man dann auch schauen, dass man auf der einen Seite, wenn man gegen ihn spielt, dass man ihm nicht die Chance gibt, da irgendwo Highdown vor allem rumzukrebsen und auf der anderen Seite natürlich, wenn ihr selber drin sitzt, müsst ihr dann schon ein bisschen wieder aggressiver spielen. Ja, und die letzte Runde, die ich für euch mitgebracht habe, sind wir nochmal in einem reinen 8er Gefecht, also ihr seht, wie gesagt, ich habe keinen Mist erzählt. Gestern war das Matchmaking halt wirklich gut. Ich denke, das lag halt auch daran, dass viele auf unterschiedlichen Grinds unterwegs waren. Ja, wollen wir mal einfach schauen. Eine Option ist jetzt hier natürlich, und das habe ich dann auch zu Mailand gesagt, der war auch gleich mit dabei. Mailand hatte jetzt hier zwischendurch mal die kleinere Kanone ausprobiert. Also die 240 Alpha-Schaden-Kanone, die 196 Durchschlag hat. Die hat eine bessere DPM, ja. Aber er hat sich dann recht schnell wieder dazu entschieden, die große Kanone drauf zu packen, weil die 360 Alpha-Schaden natürlich schon auch eine Ansage sind und weil er halt nochmal mehr Durchschlag hat. Hier jetzt, das kennt sicherlich jeder von euch oder kennen viele von euch, diese Position, um hier die querfahrenden Heavies etc. zu spotten. Da kommen sie auch schon, die ersten. Natürlich ist das jetzt ein bisschen ärgerlich, also Mailand kann jetzt deutlich häufiger schießen, aber in den meisten Fällen kommt man halt nicht so dazu, so häufig zu schießen und dann sind natürlich 360 viel, viel krasser als 240. Auch den Schuss treffen wir nochmal. 1118, also man baut auch wahnsinnig schnell Schaden auf mit diesem Tank. Und da kommt jetzt nochmal der T-92, macht einen ganz bitteren Fehler, getrackt. Und jetzt an der Stelle kam nicht mehr viel und wir haben jetzt, nachdem Mailand sich jetzt nochmal einen Blindschuss von dem Skorpion gefangen hat, haben wir gesagt, ja komm, lass mal lieber versuchen irgendwie in der Mitte was zu machen. Das scheint jetzt auch irgendwie so ein bisschen die neue Meta zu sein, wer durch die Mitte kracht, gewinnt. Also da oben C1 wird relativ statisch immer gespielt, dann die Insel, da wird auch immer relativ statisch gespielt und wer dann irgendwie, welches Team sich zuerst ein Herz fasst und einfach jetzt durch die Mitte kracht, hat häufig einen extremen Vorteil. Da vorne steht jetzt nur der Tiger 2. HWK-12 war noch irgendwo in der Nähe, aber wenn wir jetzt zu zweit auf den Tiger 2 drauf fahren mit unserem UDES, dann ist es jetzt auch nicht so wichtig, ja, dass man sich mal einen Schuss fängt, sondern hier geht es jetzt darum, da kommt jetzt sogar auch noch unser LP-432 mit. Und da können wir natürlich super schnell so einen Tiger 2 auseinandernehmen. Jetzt kommt auch noch Mailand, gibt ihm noch einen Schuss mit. Ich bin gleich wieder nachgeladen, versuche ihn jetzt natürlich mal zu tracken. So, da ist der Trackshot. Das ist unter anderem eine sehr angenehme Sache. Die DPM und die Nachladezeit reicht zwar nicht zum Dauertracken, aber da durch das Kaliber, was ist das jetzt hier, 105 mm, durch die 105 mm, kann man schon gerade auf der Tierstufe 8 etc. sehr, sehr verlässlich mit einem Schuss die Gegner immer tracken. Und das ist natürlich eine schöne Sache, weil ihr dadurch die Gegner
zumindest dann auf Kette stellen könnt. Selbst wenn ihr sie dann nicht abfarmen könnt, können vielleicht eure Mitspieler dann auch was draus machen, so wie jetzt hier dann Mailand in dem Fall oder der LP 432. Also auf die Track stellen bringt immer was. Ich habe jetzt hier mal HE geladen, 513 Schaden mit HE, das schmeckt dem natürlich auch gut. Wir müssen jetzt hier zusehen, dass wir den Skorpion irgendwie rausbekommen. Mailand hat sich gesagt, er kann den nächsten Schuss fangen. Ich habe nur noch 342 HP. Mailand nimmt ihn raus. Und es steht 9-3 für unser Team. Also der Push durch die Mitte war erfolgreich, weil die Gegner dann oben auch in arge Bedrängnis gekommen sind, sich umdrehen mussten. Und häufig kann man auf der Karte, gerade wenn ihr im Platoon fahrt, probiert es einfach mal aus. Mit so einem Push durch die Mitte einiges bewirken. Ich muss jetzt zusehen, dass hier der T-34 nicht noch ein Schussfeld auf mich bekommt. Aber dadurch, dass der Panzer halt auch so ein schönes, flaches Profil hat, kann man in vielen Situationen tatsächlich auch noch safe fahren. So, der... Ich wusste, dass er die Stockkanone hat. Das ist natürlich dann... Ich kann mir erstens noch einen von ihm fangen und zweitens ist das immer ein gutes Tauschgeschäft, wenn ihr gegen einen gegnerischen UDES fahrt mit der Stockkanone. Jetzt hat das zum Beispiel, habt ihr es gerade gesehen, jetzt hat es wieder so einen kleinen Moment gedauert, bis ich im Siege-Modus war. Das heißt, ich habe nicht rechtzeitig die volle Gun-Depression bekommen. Und das hat dann bedeutet, dass der T-34 den Turm schon wieder zurückgedreht hatte und mein Schuss somit an seiner Turmseite gebounced ist. Schnell in Deckung fahren. Mailand ist One-Shot, ich bin One-Shot und wir leben trotzdem beide noch. Also wir haben das gestern im Stream mega gefeiert. Der Schuss ist, glaube ich, nicht mal angekommen. Der TS-5 und der Super Pershing, die letzten, die ja noch am Start sind. Und jetzt kommt hier der Super Pershing. Ich glaube, der ist ein bisschen mad und will uns jetzt hier raus haben. Ich kann ihm nochmal einen mitgeben. Bounce im Auto-Bounce-Winkel seinen APCR-Schuss. Und Mailand kann ihn rausnehmen und somit bin ich tatsächlich immer noch am Leben. Ich mit meinen 98 HP und Mailand mit seinen 112 HP. Und ja, der TS-5 hat da jetzt auch keine Chance mehr gegen diese Übermacht an Panzern. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich finde den Panzer nicht schlecht. Es hat einigermaßen lange gedauert, also ich bin in jetzt 28 Gefechte gefahren. Es hat einigermaßen lange gedauert, bis ich so ein bisschen raus hatte, wie man den Tank ganz brauchbar spielen kann. Aber mittlerweile würde ich sagen, ja, wenn man mal so ein bisschen das Spielprinzip verstanden hat, macht er unglaublich Laune. Aber, und das habe ich ja in der ersten Runde auch schon gesagt, ich würde nicht sagen, dass der Panzer jetzt unbedingt einsteigerfreundlich ist, weil er halt, ja, keine wirkliche Panzerung hat und weil durch diesen langen Reload, durch diese nicht so starke DPM, man braucht schon sehr viel Übersicht, um den Panzer erfolgreich zu fahren und man muss vor allem auch in der Lage sein, diese Situation immer richtig einschätzen zu können. Ja, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf die Postgame-Stats. Die erste Runde auf Pokorovka war ein Panzerass. 68.230 Credits, 5.878 Erfahrung, eine Anleihe, Unterstützermedaille, schauen wir ganz kurz hier auf die Teamscore, Mailand 3.416 Schaden, ich habe 1.173 Schaden, Mailand konnte ganz gut auch auf meine Ziele wirken, deswegen habe ich noch schön Unterstützungsschaden gesammelt, schauen wir mal ganz kurz drauf, 12 Mal geschossen, 9 Mal getroffen, 9 Mal penetriert, 681 Schaden über der Entfernung von 300 Meter, 3.913 Unterstützungsschaden, also kombiniert hier zusammen 7.000 Schaden in 5 Minuten 52, 20.000 Credits Profit gemacht. Schauen wir ganz kurz auf die zweite Runde. Studianski, das war nur erster Klasse, obwohl es auch über 6.000 kombiniert war. Ich habe zwar den Unterstützungsschaden gesammelt, aber den Schaden, den ich selber gemacht habe, da habe ich vieles nicht von selber gespottet, deswegen habe ich mir die Erfahrung geteilt. Erster Klasse nehme ich trotzdem gerne, 63.900 Credits, 7.304 Erfahrungen, 2 Anleihen, Großkaliber und Tanksniper-Medaille. Schauen wir hier ganz kurz auf die Teamscore, 4.142 Schaden, 3 Kills, 1.173 Unterstützungsschaden, Basiserfahrung, Entschuldigung. Gucken wir ganz kurz hier auf den detaillierten Report, 15 Mal geschossen, 14 Mal getroffen, 12 Mal penetriert, 1.697 Schaden über 300 Meter, 2.004 Unterstützungsschaden in 6 Minuten und 14 und nach Abzug der Rationen und der Munition, ich habe hier in der Runde einigermaßen viel APCR geschossen, minus 5.000
100 Credits. Gucken wir ganz kurz auf die dritte Runde. Das war auch ein Panzer Ass. 98.535 Credits, 6.862 Erfahrungen, 2 Anleihen. Unterstützermedaille, Spartanermedaille und die Großkalibermedaille. Gucken wir hier ganz kurz drauf. 4.151 Schaden, ein Kill, 1.253 Basiserfahrungen. Detaillierter Report. 16 Mal geschossen, 13 Mal getroffen, 12 Mal penetriert. Also die Trefferbilder sehen eigentlich ganz gut aus, dafür, dass es nur 0,38 Genauigkeit ist. Ich muss aber dazu sagen, hatte ich ja auch schon eben angesprochen, das waren jetzt wirklich so meine besten Runden, die ich gestern mit dem Panzer hatte. Da waren auch sehr, sehr viele Runden, wo sehr, sehr viele Schüsse in den Dreck geflogen sind oder sonst wohin. Also Mailand und ich haben zwischendurch halt dann, was die Genauigkeit angeht, auch ein bisschen gekotzt. Also das will ich euch, wie gesagt, ganz, ganz gerne mit auf den Weg geben, dass ihr nicht hoffen solltet, dass ihr damit ein übelstes Skalpell habt. 1116 Unterstützungsschaden in 5 Minuten 12 und weil wir hier noch dann auch persönliche Reserven an hatten, 45.798 Credits plus gemacht. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck von dem Panzer bekommen. Wie gesagt, denkt dran, wenn er frontal getroffen wird, brennt er sehr, sehr gerne. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr Rationen nutzen wollt oder dann den automatischen Feuerlöscher. Zweitens, wie gesagt, er ist sehr, sehr komplex. Ihr müsst eine gute Übersicht haben. Ihr könnt ihn nicht wirklich durchgehend aus der zweiten Reihe spielen. Ihr könnt aber auch nicht ganz vorne mitspielen. Das heißt, gerade auf Sudjanski, denke ich, habt ihr eine sehr optimale Spielweise für den Panzer gesehen. Und ja, nicht zuletzt müsst ihr euch so ein bisschen an diesen automatischen Siege-Modus gewöhnen, dass es halt immer dann einen kleinen Moment dauert, bis er in den Siege-Modus geht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Grind und an der Stelle nochmal, denkt dran, am Sonntag von 10 bis 22 Uhr mein Geburtstagsstream. Alles für den guten Zweck, für das Kinderhospiz Sternbrücke. Vielen lieben Dank an der Stelle für alle, die sich daran bis jetzt schon beteiligt haben. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch am Sonntag vorbeischauen. Bis dahin, alles Gute und schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr den UDES seht. Ob ihr findet, dass das Spiel Siege-Modus Mediums braucht. Wer schon erste Erfahrungen hat, auch gerne in die Kommentare schreiben, was so eure Erfahrungen sind, wie ihr den Panzer aufgefasst habt. Und wenn ihr schon den 9er oder den 10er habt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Verbesserungen da seht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.